Tag zusammen, Glück auf, Ahoi, Schalömchen und Moin. Ja, habt ihr sie noch alle? Noch nicht alle oder schon alle? Also ich meine die Weihnachtsgeschenke. Ja, seid ihr Last-Minute-Shopper oder stürzt ihr euch selber ins Getümmel? Wochen, Monate vorher oder Last-Minute, Hardcore? Ja, oder gehört ihr zu den Online-Shoppern, die entspannt auf der Couch beim Online-Riesen einkaufen und jeder Tag dann ein neues Paket bringt? Ja, oder bastelt ihr gar selber? Ich weiß es nicht. Oder macht ihr den ganzen Geschenke-Quatsch auch überhaupt nicht mit? Oder ja, ich weiß es nicht. Mich würde es mal interessieren. Irgendwie macht man sich ja doch immer unnötig Stress damit. Und jedes Jahr sagt man sich, ne, das machen wir nicht nochmal. Wir schenken uns nichts. Und trotzdem irgendwie will man seinen Liebsten dann doch irgendwie eine Freude bereiten. Ja, schenken ist ja auch irgendwo eine feine Sache, ne? Aber es ist auch Stress. Und da sind wir auch schon wieder bei der Sache, ne? Eigentlich sollen die Tage dazu da sein, ein kleines bisschen zur Ruhe zu kommen, sich zu besinnen, fröhlich zu sein, einfach Zeit im Kreise seiner Liebsten zu verbringen. Ja, das ist immer nicht ganz so einfach. Ja, und auch da macht man sich wieder unnötig Stress. Also, Weihnachten, Christkind, Weihnachtsmann, ich weiß es nicht. Ist es noch das, was es mal war? Oder, ja, ist das Fest der Liebe, Fest des Kindes? Ja, da könnte man jetzt stundenlang drüber philosophieren. Aber, tja, back to the roots. Ja, die Weihnachtsmärkte, die haben wir auch alle durchgehechelt, sind von jedem Hotspot zu Topspot gesprungen und um möglichst alle Märkte mitzunehmen. Und jetzt ist es auch schon wieder vorbei, beziehungsweise die ein oder anderen überziehen ja auch. Ja, und so wird auch bald schon wieder abgebaut und jetzt hasten wir weiter in die tollen Tage und sind damit beschäftigt, noch schnell den Baum zu schmücken, eben alles einzupacken, Essen einzukaufen, abzuholen, vorzubereiten, einzuladen, die Wohnung sauber zu machen, noch eben zu kochen, putzen, waschen, bügeln. Und ja, dann müssen wir auch noch, weiß ich nicht, quer durch die Republik fahren, um alle Angehörigen zu besuchen. Ich finde das richtig urgemütlich. Gut, jetzt, man kann es nicht allen recht machen und nicht immer kommt jede Familie zusammen oder hat überhaupt die Chance, zusammenzukommen oder zu finden. Tja, also Glück hat der, der nah beieinander wohnt und ja, eigentlich die Kernaussage ist doch, genießt die Zeit, die ihr zusammen habt und Friede auf Erden, ne? Glück auf. Ja, liebe Freunde, lasst mich euch eines sagen, wofür ist Weihnachten da? Doch wohl einfach nur, um mal den Gang rauszunehmen. Will sagen, genießt die Zeit, die ihr habt und die ihr beieinander seid. Bleibt fröhlich, vor allen Dingen gesund. Habt ein paar schöne Momente. Ja, die Zeit, die könnt ihr weder zurückdrehen noch anhalten. Vielleicht für einen Moment festhalten, von daher. Bleibt beieinander, bleibt gesund, habt euch lieb und ich sag mal so, wir sehen uns vielleicht noch in diesem Jahr, hören uns und bleibt vor allen Dingen immer fröhlich und begeisterungsfähig und neugierig und überhaupt. Bis dann, alles Gute, macht's gut, euer Schrömi von Potternander.